Und schon wieder von der Frohleiten Sound hier am DNB-Stand. Ich habe noch zwei Neuheiten auf dem Lautsprechersektor, die ich euch gerne ein bisschen näher bringen will. Es handelt sich hierbei um Lautsprecher hauptsächlich für den Installationsmarkt. Nennt sich 24S oder 24SD mit einer anderen horizontaleren Abstrahlung, also ein bisschen breiter. Und hier den 21S Sub. Worum geht's? Auch hier eine Performance-Erweiterung innerhalb der XS-Serie. XS-Serie ist wirklich rein für den Installationsmarkt designt worden, gibt es seit 2013 mit unterschiedlichen Modellen. Das hier ist jetzt im Prinzip die Performance-Erweiterung nach oben. Ebenfalls DNB-spezifisch dipolare Anordnung für eine hohe horizontale Direktivität runter bis fast 500 Hertz. In der Mitte haben wir einen 1,4 Zoll Treiber, der dann aufs Horn montiert ist. Das Horn ist drehbar. Diese Box erhältlich in zwei verschiedenen Abstrahlvarianten. Wir haben hier vergrößerte Bass-Reflexports, damit wir den Full-Range-Charakter, den wir mit dem Lautsprecher auch erreichen wollten, hinkriegen mit möglichst minimalisierten Lüftungsgeräuschen. Ein bisschen aufgefuchstes System, eignet sich besonders gut für alle Arten von Clubs, also Live-Club oder Diskothek, genauso wie Multifunktionshallen, kleinere Sportstätten. Also ein bisschen breiteres Anwenderspektrum, Kirchen, vor allen Dingen die großen Freikirchen in den USA oder im APEC, also in Asien, profitieren von dieser Entwicklung. Und ich habe eben schon gesagt, also Full Range läuft runter bis 55 Hertz. Wenn man jetzt einen Subwoofer trotzdem dazu nehmen möchte, dann hat man ein spezielles Cut-Setup dafür, dann läuft die Box nur bis 90 Hertz runter und dann kommt so ein Subwoofer ins Spiel. 21S Sub, Bassreflexsystem mit einem auch sehr großen Port, der unten liegt für eine optimale Belüftung und möglichst wenig Luftgeräusche, die der 21 Zöller hier produzieren kann. Relativ viel Output für einen Lautsprecher, 4 Ohm mit 135 dB. Ansonsten ist das hier jetzt ein omnidirektional abstrahlender Lautsprecher und zusammen haben die natürlich auch jede Menge Zubehör, also Montagezubehör, um die Systeme möglichst dezent irgendwo zu integrieren. Genauso wie die meisten Systeme von uns auch in ganz unterschiedlichen Farben zu kriegen sind, inklusive der Montagezubehör in Rahlfarbe. Eine wetterfeste Variante, wenn man mehr in den Outdoor-Bereich gehen will, gibt es auch davor. Also jede Menge Variabilität und Flexibilität für das System zusammen. Das Ganze mal zwei an einem einzigen 30D Installationsverstärker. Das ist schon eine enorme Performance auf, mit einem sehr kompakten und übersichtlichen Einsatz an Geld und auch Material. Ganz abschließend zu unserer kleinen D&B-Serie. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, Wolfgang. Ja. Und zwar, ist D&B eher so im Installationsmarkt angesiedelt oder eher so im Touring-Theaterbereich, also eher das Live? Schwer zu beantworten. Also eigentlich beides. Wir kommen zwar ursprünglich ja ein bisschen aus der mobilen Ecke, aber wir haben sehr früh mit Installation auch angefangen. Ne? Und heute ist es eigentlich so, dass der Installationsanteil bei uns stetig wächst, also größer wächst, proportional, ja, als der mobile. Das ist aber auch eine weltweite Entwicklung. Und wir werden mal sehen, wie das jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich weiterentwickelt. Für uns sehr erfreulich, dass wir immer stärker auch in die Installationsmärkte reingekommen sind. Und da reden wir natürlich, also wir in immer über Segmente. Da geht es dann um heutzutage zum Beispiel auch relativ viele Stadienprojekte. Also wir haben da mehrere Sachen laufen. Auch große Schallung für Installationen praktisch. Ja, zum Beispiel. Also wir haben in Amsterdam die Arena jetzt Ende letzten Jahres fertiggestellt. Cool. Das ist ein Haus mit 55.000. Die hatten ganz spezielle Anforderungen an nicht nur an die Abstrahlung, sondern auch an die Funktionalität mit unterschiedlichen Szenarien, die dort abgebildet werden mussten. Und natürlich ist es auch so, dass DNB immer noch durch die Reiterfreundlichkeit quasi immer gesetzt ist, wenn es um große Touren geht, also international wie national. Ich sehe selber, ich bin auch in der Dispo und ganz oft steht da, bitte D&B und so weiter. Seid ja, schon wir freuen uns dann natürlich auch drüber, das ist der Dank unserer Kunden für die Arbeit, die wir machen und wir werden dranbleiben, dass das so ist. Also, dass das in der Zukunft auch so sein wird, das auf jeden Fall. Wunderbar, Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit, es war wirklich sehr, sehr gut. Okay. Ich bin sehr gefreut. Gerne, hoffen gerne. Wir uns nächstes Jahr wieder. Ja, könnt ihr gerne machen, gespannt. Da gibt es mit Sicherheit wieder einiges zu sehen, ich einiges denke zu berichten. Ich bin ziemlich sicher. Trinken wir ein Bier zusammen, gerne. Auf und jeden für Fall. Euch, ey, schaut den Kanal und ansonsten, Dankeschön. Wenn ihr Lust habt, kommt Alle auf die Infos. Messe.
alle Infos zu D&B nochmal in der Videobeschreibung, also zu jedem Produkt, was hier in der Serie drankam und nochmal auf die Homepage und allen möglichen Social-Media-Seiten. Insofern, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.